So, ich rufe nochmals Top 3 auf. Die Nachwahl eines ordentlichen Mitglieds, eines stellvertretenden Mitglieds sowie eines weiteren stellvertretenden Mitglieds im Hauptausschuss. Mit Ablauf des 30. September 2017 hat Herr Kai Klose auf sein Mandat als Abgeordneter des Hessischen Landtags verzichtet. Somit scheidet er als ordentliches Mitglied aus dem Hauptausschuss aus. Ferner legt die Abg. Angela Dorn ihr Amt als stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss nieder. Die Abg. Ursula Hammann verzichtet auf ihr Amt als weiteres stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss. Nach 6 Absatz 2 Geschäftsordnung werden die ordentlichen sowie alle stellvertretenden Mitglieder des Hauptausschusses durch den Hessischen Landtag gewählt. Mit der Ihnen vorliegenden Drucksache 19-5374 schlägt die Fraktion Bündnis 90 die Grünen die Abg. Angela Dorn als ordentliches Mitglied sowie die Abg. Ursula Hammann als stellvertretendes Mitglied und Frau Abg. Karin Müller-Kassel als weiteres stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss vor. Wir kommen zur Wahl. Wird der Wahl durch Handzeichen widersprochen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Damit erübrigt sich die Frage nach Gegenstimmen. Ich stelle fest, dass der Wahlvorschlag mit den Stimmen aller Fraktionen angenommen wurde.